unsere wunderbaren Gäste, Professor Dr. Karl Lauterbach, Professorin Dr. Maya Göpel. Ich freue mich total. Nee, eins weiter müssten wir. So wär's besser. Mitte stimmt, Mitte stimmt. Verzeihen Sie, dass ich Maya Göpel duze. Wir kennen uns einige Jahre. Ich schätze Sie wahnsinnig. Professor Lauterbach schätze ich auch, dass wir heute zusammenkommen. Es wäre jetzt affig, wenn ich Sie siezen würde. Ist das in Ordnung? Wir möchten Sie nicht ausgrenzen. Das ist kein Freundinnen-Talk. Als Bundesgesundheitsminister haben Sie schon eine Menge gemacht. Sie haben in den 80ern Medizin studiert, in Aachen, Düsseldorf und Harvard. Sie waren, und da kommen wir schon zum Thema, neben vielem anderen Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Sie waren aber auch Mitglied der Kommission für die Nachhaltigkeit der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, sogenannte Rürup-Kommission. Alles andere erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Die erste Frage geht an Sie, Herr Professor Lauterbach. Warum ist es wichtig, über den sozialen Zusammenhang von Gesundheit zu sprechen, wenn wir Demokratie, 75 Jahre Grundgesetz feiern? Warum ist es wichtig? Ja, vielen Dank. Also Demokratie lernt man ja erst zu schätzen, wenn sie bröckelt oder weg ist. Und ein Mechanismus, der mit Gesundheit zu tun hat, ist zum Beispiel der, wenn wir so etwas bekämen wie, ich sag mal, medizinische Banlieues. Banlieues bedeutet? Also Vorstädte von Paris, wo es also viel Armut gibt, wo es viel soziale Unruhe gibt und wo es keine Ärzte mehr gibt. Also ganz wenige, wo dann Krankenhäuser noch da sind, aber dann zum Teil nur für Notfallversorgung, wo es einfach sehr viel schwerer ist, gut versorgt zu sein und wo daher auch die Lebenserwartung niedriger ist. So etwas wollen wir in Deutschland verhindern. Aber denken wir mal, das wäre jetzt so. Auf dem Land werden da Bereiche, gibt es keine Hausärzte mehr, Klinik ist auch schon pleite, dann gibt es noch eine Notfallversorgung, die wäre dann aber so halb und so. Die Lebenserwartung wäre dann vielleicht auch nicht mehr so gut. Das wäre sicherlich für die Demokratie herausfordernd. Weil dann würden die Leute sagen, wir haben doch im Grundgesetz also die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, also unsere Gesundheit muss geschützt sein. Und wenn es da riesige Unterschiede gäbe, noch größer als jetzt, wir haben ja schon solche Unterschiede, es gäbe ganze Flecken, wo die Versorgung einfach super schlecht wäre, darüber wird ständig Berichterstattung sein, das wäre sicherlich auch für die Demokratie schwierig. Darf ich mit einer Zahl nur noch anfangen? Wenn ich richtig informiert bin, sind zurzeit ungefähr 5000 Ärztinnenpraxen nicht besetzt. Wie dramatisch lesen Sie diese Zahl? Und wenn Sie genau sagen, wir wollen keine Banlieues, was wollen Sie tun dagegen, dass das genau zu dem führt, was Sie verhindern wollen? Also wir machen da eine Reihe von Gesetzen. Ich weiß, dass viele die Gesetze nicht mehr hören wollen, aber sie sind trotzdem sehr wichtig. Wir machen eine Krankenhausreform, die unter anderem zum Ziel hat, die kleinen Krankenhäuser auf dem Land, die wir unbedingt benötigen, um die Routineversorgung zu erhalten, um die abzusichern. Also die große Krankenhausreform, die hat zwei Ziele, zum einen Spezialisierung, darüber wird ja viel gesagt, aber auch der Erhalt der kleinen Krankenhäuser auf dem Land, weil wenn die dort weg sind, dann gehen meistens auch die Fachärzte, die dorthin hinein überwiesen haben und so weiter, das zieht dann auch niedergelassene Ärzte weg. Und bei den Hausärzten, da wollen wir also eine Maßnahme jetzt machen, wo also Hausärzte besser bezahlt werden und weniger Bürokratie haben. Deshalb ist das wichtig. Jedes Jahr entscheiden sich ja um die 11.000 Medizinstudierende, was mache ich demnächst? Arbeite ich in der Klinik, werde ich Facharzt oder werde ich Hausarzt? Und wir werden jetzt systematisch die Bedingungen für Hausärzte und Hausärzte verbessern. Weniger Bürokratie, Budgets weg, Arzneimittelregress weg. Dann werden dann mehr junge Leute sagen, ich mache Hausarzt. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch die Hausarztsitze auf dem Land besetzen können. Das sind konkrete Dinge, an die wir rangehen. Vielleicht ein Satz. Also viele Bürger glauben, wir haben ein sehr teures Gesundheitssystem. Das teuerste in Europa, dass bei uns auch die Versorgung und die Lebenserwartung entsprechend hoch werden. Das ist nicht der Fall. In Westeuropa hat Deutschland leider also mit die schlechteste Lebenserwartung. Und auch die größten Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen Reich und Arm. Also wir liegen bei 16 Ländern, bei Frauen auf dem 15. Platz und bei Männern auf dem 16. Platz. Bei der Lebenserwartung. Bei der Lebenserwartung. Wir haben keine so gute Lebenserwartung, weil
also wir in der Vorbeugemedizin nicht so gut sind und unser System in der Qualität auch noch, ich sag mal, Luft nach oben hat. Und bevor das zu einem Riesenthema wird, greife ich das lieber selbst als Thema auf und versuche etwas zu machen, bevor wir mit dem Rücken zur Wand stehen und dann meinetwegen populistische Parteien sagen, was macht ihr denn, um unsere Lebenserwartung zu schützen? Was macht ihr denn, um die großen Unterschiede, also in der Lebenserwartung zwischen Reich und Arm, also auszugleichen? Ich greife die Themen lieber aktiv auf und versuche noch etwas hinzubekommen, bevor wir da gedrängt werden. Okay, sind jetzt schon ganz viele Stichworte, ich sag mal, an der Wäscheleine. Ich komme gleich zu einigen zurück. Aber erstmal gleiches Recht für alle. Wir feiern den Tag des Grundgesetzes. Offenes Mikrofon für dich, liebe Maya. Warum hast du diesem Podium unter der Überschrift zugesagt? Und aus welcher, ich nenne es jetzt mal Einflugschneise, denkst du über das Thema Soziales, soziale Gerechtigkeit, gesunder Planet, Gesundheit von uns Menschen? Also, aus welcher Einflugschneise denkst du darüber nach? Ich würde da sehr gerne zwei Punkte machen. Das erste ist, vielleicht mache ich drei. Das erste ist, dass man beim Thema Gesundheit ja sofort zu meinem ursprünglichen Thema, nämlich die Umwelt oder beziehungsweise unsere natürlichen Lebensgrundlagen kommt. Und aus denen heraus bin ich angetreten, aber immer aus der Frage heraus, wie schaffen wir denn eigentlich das gute Leben nicht nur heute, sondern für übermorgen? Und dann bin ich natürlich sehr schnell bei dem Zusammenhang dessen, was so biologische Wesen, wie wir es ja sind, die wir so mit atmen und essen und trinken, ja auch kontinuierlich das aufnehmen, was in der Natur hergestellt wird und auch für uns wieder gesäubert wird, wenn sie gut erhalten bleibt. Bis hin zu natürlich Temperaturen, die für uns als Lebewesen artgerecht sind. Da macht Eckart von Hirschhausen ja immer gute Beispiele mit den 42 Grad, wenn dann das Eiweiß stockt und solche Dinge. Und ich glaube, wir haben ziemlich katastrophal auch erleben dürfen, wie die Hitzewellen inzwischen zu einer verstärkten Todesursache, auch verfrühten Todesursache geworden sind. Und wir haben jetzt Hitzebeauftragte als einen neuen Beruf in Städten. Und das sind natürlich alles die Veränderungen, die, und deshalb finde ich das so spannend, die präventive Thematik, die Wissenschaft, wo ich ja herkomme aus der Nachhaltigkeitsforschung, immer versucht zu verhindern, indem sie diese Vorausschau in den Raum stellt und sagt, wenn wir jetzt nicht etwas tun, wenn wir jetzt nicht die Entwicklung aufhalten, dann wird das diese Konsequenzen haben. Das ist politisch sehr schwer, weil natürlich wir meistens erst dann den Druck des politischen Handelns bekommen, wenn uns das schon auf den Kopf plumpst. Dann hilft ein Ahrtalflut, also hilft ist in dem Fall ein ziemlich zynisches Wort, aber überhaupt dabei, das Thema in die Präsenz und in unseren Alltag zu holen und ein Handlungsmandat im Grunde genommen bei der Politik abzufragen, weil es klar ist, es ist eine Krise. Wenn ich die Krise aber noch nicht sehen und fassen kann, ist es sehr schwer, frühzeitig zu handeln. Und deshalb war für uns die Gesundheitsbranche, für die Nachhaltigkeitsthemen wahnsinnig wichtig und hat ja unter Corona damals auch sehr stark darauf aufmerksam gemacht, 40 Millionen repräsentiert in Unterschriften, wenn ihr solche Pandemien in Zukunft verhindern wollt, seht zu, dass die Lebensbedingungen bzw. die ökologischen Grundlagen nicht so weit eingerissen werden, dass Virenträger, sprich die Tiere in den Urwäldern etc., so nah an die Menschen herankommen, dass die Viren auch überspringen müssen. Das ist die Biodiversitätsfrage und natürlich die Frage, wie viel Bewaldung etc. lassen wir den Tieren und wo gehen wir immer näher ran und immer mehr rein in die natürlichen Räume. Und dieser Zusammenhang, der ist auf so vielen Ebenen direkt spürbar, vom sauberen Wasser angefangen bis zum Mikroplastik, was wir rauswerfen und dann ja wieder einnehmen irgendwann aus dem Wasser, was wir trinken, dass für uns die Gesundheitsberufe und diese Thematik sagen, es geht ja eigentlich um Menschenschutz, nicht um Klimaschutz, einer der wichtigen Verbündeten waren, um dieses abstrakte Thema zu erden und in die Präsenz zu holen. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste und Gesundheit, also ich frage mich immer, was ist denn ein Wohlstandsmodell, in dem nicht die Gesundheit der Menschen, die dort leben, eigentlich die Prämisse Nummer eins ist? Weil worum geht's bei unserer Existenzform, wenn wir uns angucken, wann werden wir, führen wir ein gutes Leben, wann fühlen wir uns gut, wann fühlen wir uns in der Lage, den Dingen, die da kommen, auch entgegenzutreten? Das ist, hat ganz viel mit unserer Verfasstheit zu tun, mental wie physisch. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, immer wieder zu fragen, welche Wohlstandsdefinition haben wir eigentlich und wie setzen wir Prioritäten? Darf ich da reingehen? Ganz mit einer Nachfrage. Ich das total interessant finde. Und vielleicht noch zwei Sätze zu dir. Ich habe dich gar nicht ordentlich vorgestellt. Du bist Politökonomin, du bist Hochschullehrerin, du bist absolute Expertin für Nachhaltigkeitsforschung und Politik. Transformationsforschung, so auch genannt, wo es genau um die Veränderung geht, an der wir alle beteiligt sind und die wir auch mitgestalten müssen. Du hast zwei ganz tolle Bücher geschrieben, die es auf dem Markt da draußen auch noch gibt. Wir können auch anders und unsere Welt neu denken.
Ich möchte bei dem letzten Punkt bleiben und damit zu Ihnen auch wieder zurückkommen, Herr Bundesgesundheitsminister. Das Thema Wohlstand neu definieren. Dann hast du gesagt, gutes Leben. Und ich bringe vielleicht auch den Begriff Wellbeing noch mit rein. Wenn wir über soziale Fragen und Gesundheit reden, könntest du das mal ein bisschen genauer machen und vielleicht gehen Sie dann daran. Worüber müssen wir genau nachdenken aus deiner Perspektive und was müssen wir umdefinieren? Also wir sehen ja viel in der Art, wie wir sagen, ob Wohlstand steigt oder nicht, dass es sehr dinghaft definiert ist. Also entweder wir messen es in Geld, ohne zu fragen, was die Preise uns wirklich zeigen, nämlich viel der ökologischen Schadschöpfung und Zerstörung von Natur nicht in irgendeiner ausreichenden Form und habe ich immer mehr Wohnfläche, größere Autos, mehr Zeug und sowas im Schrank. Das sind die typischen Messgrößen, wenn wir erstmal Wohlstand betrachten. Aber eigentlich, wenn wir in die Glücksforschung und Wohlergehensforschung, um das Stichwort aufzunehmen, reingehen, kommt immer wieder das Gleiche, dass bei einer bestimmten Versorgungshöhe mit Gütern, dass ich ausreichend zu essen habe, dass ich Schutz über dem Kopf habe, dass ich weiß vor allem, dass ich das in Zukunft haben werde, also Zugang zu diesen Versorgungsleistungen, die Beziehungsebenen viel wichtiger werden. Also all das, was unsere Umgangsformen ausmacht und natürlich das, wie wir uns verfasst fühlen, also tatsächlich das Wohlbefinden. Und ich habe neulich mal geguckt, ich liebe das ja, so Begriffe anzugucken, wo kommen die her, ne? Und wenn man zurückgeht, das Digitallexikon der Etymologie zu Wohlstand zumindest sagt, dass im 18. Jahrhundert der Begriff Wohlbefinden auch bis dort war und es hieß gute Gesundheit, weil das natürlich nicht vielen vorbehalten war zu den Zeitpunkten. Und dann ist es irgendwann erst im 19. Jahrhundert gekippt auf Wohlstand, im Sinne von, da steht dann viel rum. Aber das Befinden ist ja eigentlich das, was viel wichtiger ist. Und deshalb immer wieder auch zu fragen, wie können wir denn das Qualitative stärker machen und wie können wir aber auch in den Preisindikatoren oder in dem, von dem wir sagen, das sind Investitionen anstatt Verschuldung, immer wieder darauf hinwirken, dass die Lebensbedingungen möglichst A, uns natürlich physisch unterstützen, aber B, uns auch, da sind wir bei Burnout, Stress, Arbeitsbedingungen und so weiter, natürlich in einer Form auch den Alltag verbringen lassen, dass wir weiter gut auf uns aufpassen können. Die Frage möchte ich an Sie zurückspielen, Herr Professor Lauterbach. Es gehen hier ganz viele Sachen im Kopf rum. Wir haben Corona durchlebt und durchlitten. Die mentale Gesundheitszahlen von auch jungen Menschen sind, die sich nicht gesund fühlen, Stressfaktoren, unglaublich viel Depression erleben und so weiter, sind krass nach oben gegangen. Wir haben auf der anderen Seite die Sorge, abgehängt zu sein von Gesundheitsversorgung. Viele Leute kriegen über Monate keinen Termin für ihre Spezialbehandlung. Du sagst, die Beziehung, das Zwischenmenschliche muss wichtiger werden. Und vielleicht können Sie uns mal ein Bild aufmalen, wie auch Digitalisierung und ob uns Digitalisierung dabei helfen kann, diese Themen zu adressieren, wo wir sowieso schon, ich sag mal, krass unterversorgt sind, viele Ängste im System haben. Wie soll es gehen? Wie sieht Ihr Bild aus? Ja, zunächst möchte ich an das anknüpfen, was Maya Göpel gesagt hat. Tatsächlich ist diese Idee, dass die Leute also in ihrem Wohlbefinden im Wesentlichen bestimmt werden durch ihr Einkommen, das ist sehr naiv. Also tatsächlich korreliert das Wohlbefinden nicht so stark mit dem Einkommen, gerade in wohlhabenderen Gesellschaften nicht. Aber tatsächlich korreliert die Lebensqualität und das Wohlbefinden massiv mit der Gesundheit. Wenn jemand eine schwere Krankheit hat, ist er als Ausnahmepersönlichkeit trotzdem noch ein sehr glücklicher Mensch und kann auch noch viele Dinge machen. Aber wenn er ein durchschnittlicher Mensch ist und ist dazu auch nicht besonders wohlhabend, konsumiert danach die Erkrankung einen großen Teil der Lebenszeit und auch der Lebensfreude. Somit kann man durch eine Diagnose, die man von heute auf morgen bekommt, kann man also ein ganz anderer Mensch werden. Das also kann jeder Arzt also bestätigen. Und daher ist der Erhalt der Gesundheit sehr wichtig in einer Gesellschaft, wo wir mehr machen können. Ich komme gleich zur Digitalisierung. Und wir haben da aus meiner Sicht bisher zu wenig gemacht. Wir machen zum Beispiel viel zu wenig für Vorbeugung. In Deutschland also sterben einkommensschwächere Männer im Durchschnitt 8 Jahre früher als einkommensstarke Männer. Also ein großer Unterschied. Ja. 8 Jahre. Ja, also der Unterschied ist in Deutschland sehr groß. In anderen Ländern ist er nicht so groß. Bei Frauen ist der Unterschied auch nennenswert 4 Jahre. Können Sie mir aber, bevor Sie gleich weitergehen, einmal einen Grund dafür nennen? Ist es die körperliche Belastung?
Sind es die Ängste, die dazu kommen? Was sind die Gründe dafür? Ist man, weil man einer Staublunge ausgesetzt ist oder irgendwas? Also was sind die Gründe für diesen wahnsinnigen Gap? Der größte Unterschied sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die also, gehen zum einen auf Faktoren wie Stress und dergleichen zurück. Aber wichtiger ist also die Risikofaktoren für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die kennen wir seit vielen Jahren. Die werden aber in Deutschland nicht systematisch vorgebeugt. Also zum Wesentlichen eben Früherkennung von Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, andere Risikofaktoren, Übergewicht und so weiter. Also da kommen dann noch umweltbezogene Risikofaktoren dazu. Aber es zieht alles in die gleiche Richtung. Also Einkommensschwächere haben in der Regel schlechtere Fettstoffwechselwerte, höheren Blutdruck, haben etwas mehr Übergewicht, atmen etwas mehr Feinstaub ein, sind etwas stärker Lärmbelastung ausgesetzt, haben im Durchschnitt also etwas mehr also Stress auch in der Arbeit und so weiter. Somit, wenn man so 10 Faktoren zusammenzählt, die allesamt bei Einkommensschwächeren und Bildungsschwächeren in die Richtung ziehen, lass es doch etwas mehr an Schlaganfällen oder Herzinfarkten sein, die kommen alle zusammen. So kommen dann bei Männern die 8 Jahre zusammen und bei Frauen die 4 Jahre. Das meiste ist Herz-Kreislauf, auch bei Krebs ist ein bisschen Übersterblichkeit und bei Diabetes, aber es zieht alles in eine Richtung. Und wenn wir jetzt die Gesellschaft besser machen wollten, würde man da anpacken. Dass das möglich ist, zeigen zum Beispiel auch Länder wie Spanien, Frankreich, Italien, Belgien, Schweden, Norwegen, Finnland, Österreich zum Beispiel. Diese Länder haben alle im Durchschnitt eine bessere Lebenserwartung als wir. Das wird der Laie natürlich nicht sagen. Also wird der Laie wird ja nicht glauben, all diese Länder besser als wir. Das kann doch nicht sein. Der Minister hat keine Ahnung. Aber tatsächlich ist es leider so, dass der Minister recht hat und wir stehen nicht besser da. Ich würde ehrlich gesagt, wenn es anders wäre, wäre ich der Erste, der sich freuen würde. Ne, wenn, also, und daher habe ich da also vor kurzem auch nochmal einen also wissenschaftlichen Artikel zugeschrieben, hier mit dem also Leiter der Kardiologie, Kollege von mir, Professor Baldus im Europäischen Herz, also Journal, im Europäischen Epidemiologie-Journal haben wir einen Artikel geschrieben, aber wir machen da zu wenig bei der Vorbeugung. Und wollen da jetzt auch ein Gesetz machen, keine Sorge, das verkaufe ich jetzt heute Abend nicht. Aber können wir einmal den Namen des Gesetzes erfahren? Gesundes Herzgesetz, also ein total, das geht ja noch. Total kindischer Name. Also das geht noch. Also gesundes Herzgesetz, das geht noch, okay. Das geht noch gut, das wir haben gesunde, ganz andere. Das gesunde Herzgesetz, das ist ein Gesetz. Wir haben zum Beispiel folgendes Problem, da bin ich wirklich mit dem Medizinblock durch, aber wir haben zum Beispiel das Problem, also in skandinavischen Ländern, Kinder haben oft angeborenerweise ganz schlechte Fettstoffwechselwerte. Und wir entdecken das bei 9 von 10 Kindern nicht. Jetzt kann man sagen, dann wird das eben später entdeckt. Mit 40 oder 50 irgendwann entdeckt das dann der Hausarzt. Wahrheit ist aber, dass diese Kinder schon im Alter von 25 Herz-Kranzgefäße und auch andere Blutgefäße haben, die so gut sind wie bei 70, 80-Jährigen. Das heißt, ich komme dann da nicht mehr vor die Welle, kann das dann nicht mehr verändern, einfach ausgedrückt. Und wir wollen jetzt, um ein Beispiel, in diesem gesunden Herzgesetz geht es dann darum, dass wir systematisch bei den 5-Jährigen schon schauen, welche Kinder haben das. In skandinavischen Ländern werden 9 von 10 der Kinder entdeckt, die das Problem haben, kann man dann behandeln. Bei uns entdeckt man 1 von 10, also, und das sind dann oft also auch gebildete Leute, die sich Gedanken machen, mal, der Opa ist so früh am Herz gestorben, der Papa hat auch einen Herzinfarkt gehabt, lass uns doch das Kind mal untersuchen. Das ist aber eine Idee, die jetzt sagen wir mal in bildungsfärmeren Schichten so nicht direkt kommt, nicht automatisch zumindest. Und da mit dem gesunden Herzgesetz versuchen wir an diese großen Unterschiede bei der Lebenserwartung ranzukommen. Das ist auch super relevant fürs Rentensystem. Es vergeht ja nicht ein Tag, wo also der Vorschlag gemacht wird, lass uns doch die Rente ein bisschen kürzen. Die Rente muss sicher sein. Wahrheit ist, Einkommensschwache haben von der Rente oft also nur Verluste zu erwarten. Denn man hat dann ein Leben lang eingezahlt und wenn man dann in Rente kommt, dann hat man nur noch ein paar Lebensjahre und bezieht die ohne dies kleine Rente nur kurze Zeit. Das ist daher der Grund. Daher verteilt unser Rentensystem also von oben nach unten nicht, sondern umgekehrt durch die deutlich kürzere Lebenserwartung der Einkommensschwächeren subventionieren im Prinzip, also in diesem System die Einkommensschwächeren
die Einkommensstärkeren. Darf ich da reingehen? Ich meine, da könnte ich ja fast sagen, es gibt gewisse Firmen, würde ich jetzt mal sagen, die sich vielleicht die Fäustchen, wie sagt man dazu, dass das so ist? Und nach dem Motto, die einen subventionieren die anderen mit. Ich meine das jetzt nicht zynisch, sondern ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Art Berechnung ist. Das bringt mich zu einer anderen Frage. Wir haben das Bundesverfassungsgerichtsurteil, wenn wir vom Grundgesetz sprechen, über den Transformationsfonds gehabt. Wir erleben ja auch in den Medien, wie stark die Bundesregierung darum ringt, Kosten zu sparen. Wie schaffen wir es, wenn wir über eine soziale Frage nachdenken, dass wir alle nicht nur zu Nullen und Einsen werden, die in einem Kostensystem Kostenfaktoren sind, die man dann mit Plus oder Minus belegt, nach dem Motto, oh, der belastet uns, den schmeißen wir gleich raus. Ja? Also, dass wir auch zu Versicherungssystemen kommen. Wie ist da eure Zukunftsvision? Und wie schaffen wir es, dass das nicht passiert? Was sind deine Gedanken dazu, Maya? Also es gibt ja mehrere Zugänge. Das eine ist, so ein bisschen nachzufragen, mit welcher Sprache drücken wir eigentlich das aus, was zum Beispiel Wohlstand ausmacht oder was eine Haushaltsthematik ist oder was Verschuldung ist und was Investitionen sind. Und ich mache die drei Punkte einmal einzeln auf. Ich war letzte Woche Dienstag, war es glaube ich, im Kanzleramt, da gab es eine Konferenz von WirtschaftswissenschaftlerInnen. Und das ist sehr interessant und ich möchte alle mal dazu einladen, immer zu gucken, wie kann ich denn eigentlich mal aus der Brille einer anderen Perspektive, als Wissenschaftlerin nehme ich mir unterschiedliche Disziplinen, aber als Bürgerin kann ich ja auch mal gucken aus einer unterschiedlichen Lebenssituation. Wie nehme ich eigentlich die Welt wahr und was fällt mir dabei auf und was fällt raus? Und das war, das einfach mal so auf mich wirken lassen, nämlich genau dieses Produktivitätssteigerung, die ganzen Frauen jetzt in den Arbeitsmarkt mobilisieren, wir müssen jetzt in den USA anknüpfen, wir müssen dies, wir müssen das, ja okay, und dann muss die Versorgung der Kinder für die Frauen, da müssen die halt 40 Stunden arbeiten können und hier und da, und habe ich mich irgendwann doch gemeldet und habe gesagt, ich kann jetzt gerade nicht anders, ich bin ja Politökonomin, das heißt, man darf da sozialwissenschaftlich aussprechen, wie stellen sich das denn vor, was ist denn das für ein Fortschrittsmodell, dass wir sagen, wow, wir sind jetzt so weit, dass alle Eltern beide gleichzeitig 40 Stunden arbeiten dürfen und dann nach Hause kommen und die ganze Care-Arbeit, die nicht bezahlt wird und die nicht als produktiv gilt, in dieser Art die Welt anzuschauen, auch noch machen dürfen, um dann zusammenzuklappen, bis sie am nächsten Morgen wieder rauskrabbeln. Und wo zum Teufel sollen denn die ganzen Personen herkommen, die unter den aktuellen Arbeitsbedingungen jetzt schon sagen, wir schaffen das überhaupt gar nicht, die ganzen Kinder aufzunehmen. Und dann kommt man irgendwann dahin, auch mal zu fragen, welche Qualität von Arbeit und welche Wertschätzung müssten wir denn viel stärker rausnehmen. Und jede Person, die weiß, zu Hause Care-Arbeit gemacht hat oder eben im Bildungssektor oder anderen menschennahen Dienstleistungen wie der Pflege, nichts ist qualitätssichernder, als wenn ich etwas Zeit haben darf und wenn ich ungefähr ausgeruht bin und nicht selbst Schmerzen habe irgendwo. Dann wird die Qualität, weil sie ganz viel mit der Beziehung und der Aufmerksamkeit und den Antennen zu tun hat, sehr viel höher. Das ist aber anstrengend, richtig anstrengend. Irgendwann ist auch von Compassion Fatigue. Kannst du das mal kurz erklären? Das finde ich total interessant, diesen Aspekt. Ja. Nein, das ist eigentlich eine tragische Entwicklung, dass Personen, die in diesen Jobs arbeiten, inzwischen beschreiben, also Compassion ist ja Mitgefühl, ist ein bisschen anders als Empathie. Bei Empathie spüre ich das Gleiche wie jemand anders. Und bei Mitgefühl kann ich nachempfinden, was passiert, aber ich werde nicht selbst von den Emotionen mitgerissen. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Kompetenz, damit ich handlungsfähig bleibe und trotzdem spüre, was auf der anderen Seite passiert. Aber wenn ich zu hoch getaktet bin, dann geht mir das verloren. Wenn ich zu viele Patientinnen nicht so versorgen kann, wie ich möchte, wenn ich als Arzt ständig weiß, ich komme meiner Berufung nicht nach, weil ich eine Effizienzdoktrin bekommen habe, aus einer ökonomischen Brille heraus, macht mich der Job fertig und ich fange an abzuschalten, ich muss das abspalten. Dann versuche ich mich selber dadurch zu schützen. Aber natürlich wird die Qualität und die Beziehungsebene deutlich geringer und ich werde wahrscheinlich auch nicht alle Antennen draußen haben. Und deshalb ist es wieder so wichtig, und da ist auch eine ganz wichtige Parallele mit den biologischen Systemen, alles was lebt, das sind wir ja auch, hat einen bestimmten Rhythmus, einen Zyklus, in dem es gut funktioniert, ein Optimum. Und das hat etwas Regeneratives, das braucht eine Pause. Da kann ich nicht einfach immer sagen, schneller, ich kann nicht sagen, Gras los, wachs schneller oder Baum los, wachs schneller, wir wollen dich jetzt da irgendwie verwerten und ich kann nicht bei einer Pflegerin sagen, los, wickel die jetzt schneller, ohne dass es halt irgendwann für beide Beteiligten, die Akteurin und die Empfangenden, ein sehr unschönes Erlebnis wird. Und deshalb müssen wir fragen, mit welcher Brille und welcher Definition fangen wir denn an, darüber zu sprechen, was wir uns leisten können und nicht. Und da bin ich bei dem zweiten Thema mit den Schulden und den Investitionen. Was geben wir heute an Geld aus und wie kommt man eigentlich auf die blöde Idee zu sagen, eine Schuldenbremse wäre in irgendeiner Weise zukunftsförderlich und würde die zukünftigen Generationen schützen? Wenn es da um rein
Geldwerte geht und alles, was die zukünftigen Generationen bräuchten, nämlich einen Wiederaufbau der Ökosysteme, einen Schutz der klimatischen Bedingungen, ein Ummodellieren des Renten und vor allem ein gutes Bildungssystem, all das würden Investitionen in die Lebensbedingungen der zukünftigen Generationen bedeuten. Die können sich doch überhaupt gar nichts mehr kaufen von der Kohle, die dann meinetwegen irgendwo sitzt, wenn die Dinge nicht mehr zugänglich sind. Und das ist vielleicht die einzige Verbindung zwischen Einkommen und Gesundheit. Es gewährt mir Zugang zu etwas, was aber den Wert an sich hat. Und das ist die Frage auch mit dem Gesundheitssystem und dem Sozialsystem. Wie kann es sein, dass das Portemonnaie immer wichtiger wird in der Frage, ob meine Kinder Zugang zu guter Bildung bekommen, ob ich im Notfall Zugang zu guter Versorgung bekomme. Und das ist ein sozialer Kontrakt, der uns verloren geht. Und damit bin ich beim letzten Punkt in der Rückbindung an das Ökologische, der so viel Angst macht vor ökologischen Instrumenten wie zum Beispiel Preisveränderungen, dass wir da eine Korrelation haben, die wir in der Wissenschaft auch nachweisen können. Je ungleicher die Gesellschaften sind, umso schwieriger ist es, Klimapolitik und diese strukturellen Veränderungen voranzubringen. Und das hat etwas mit Vertrauen da rein zu tun, dass, wie es im Grundgesetz steht, alle erstmal vom Gesetz gleichwertige Lebensverhältnisse bekommen sollten. Und genau deshalb kann es nicht sein, dass wir mit dieser ökonomischen Brille darüber sprechen, ohne zu sagen, was ist die Lenkungswirkung, was entsteht, real, in realen Werten, hinter den Geldwerten. Also das sind ja immer komplexe Gedankengebäude, die du aufmachst. Ich will Ihnen noch zwei Fragen stellen, Herr Professor Lauterbach, und dann möchte ich unbedingt für Sie öffnen. Aber ich habe auch noch ein super Beispiel. Wollen wir noch Ihr Beispiel hören? Ja. Okay, dein Beispiel. Das habe ich nämlich da gelernt. Immer Beispiel. Und das hatte nichts mit der Ökologie zu tun. Nein, das war eine Frage mit den Investitionen in Bildung. Ne, das wird ja im Moment auch als Ausgaben genannt. Und bei Bildung war es so, dass vor allem Investieren in die Bildung von sozial schwächeren Kindern, also die aus sozial schwächeren Familien kommen, sich auch rein ökonomisch betrachtet immer rechnen wird, weil sie, auch wenn sie gesund bleiben, produktiver sind, im Sinne von, ich kann dann einem Job anders nachgehen und mehr auch im rein Produktiven leisten. Die Bilanz ist immer positiv und es hat was ganz, ganz Involvierendes. Ist interessant. Einerseits sagst du, also du sprichst gegen die Ökonomisierung und im gleichen Atemzug bringst du ein ökonomisiertes Argument, um Investitionen in Sozialsysteme abzusichern. Fand ich eben interessant zuzuhören. Musst du mal gucken, mit wem du redest. Nein, das ist wirklich total interessant. Herr Professor Lauterbach, darf ich Ihnen eine persönliche, nicht private Frage stellen? Es ist die Frage, Sie haben es auch nicht ganz einfach gehabt in Corona, als in der Funktion als Gesundheitsminister. Mich würde ganz kurz interessieren, wie sorgen Sie für sich selbst? Dafür, dass man nicht Baller wird in dem Job. Da, also ehrlich gesagt, ich habe so viel Arbeit, ich komme gar nicht dazu, mir darüber Gedanken zu machen. Also die nächste Generation. Ob das eine gute Nachricht ist. Nein, und also was externe Feinde oder was auch immer angeht, die also habe ich natürlich, aber da bin ich gut geschützt, muss man so sagen. Und ansonsten versuche ich einfach wirklich meine Arbeit zu machen. Wir sind viel liegen geblieben und also wir sind da jetzt also auch in der Pflicht, übrigens, Corona ist ja lange noch nicht vorbei, 500.000 Leute haben Long-Covid, das sind Leute, wenn die uns hier reden, hören von wegen Produktivität und so weiter und so fort, das sind Leute, die wären froh, wenn sie nochmal also mit ihren Kindern spielen könnten, die dürfen wir auch nicht vergessen. Für uns ist die Pandemie vielleicht weitestgehend vorbei, aber für diese Leute auf gar keinen Fall. Okay, kurze Nachfrage. Ich kenne selber Long-Covid-PatientInnen, können Sie darauf hoffen, dass die Anerkennungsprozeduren beispielsweise, ich will nicht sagen ein neues Feld, aber dass Sie auf mehr Hilfe und bessere Prozesse hoffen können, damit Ihre Krankheiten endlich anerkannt werden, so dass Sie das bekommen, was Sie hoffen? Ja, daran arbeiten wir ja intensiv. Wir haben ja diesen runden Tisch Long-Covid, der sich regelmäßig trifft. Das sind Betroffene, Spezialisten, Hausärzteverband, also die einzelnen. Und wir versuchen das Wissen, was es gibt, zusammenzutragen. Und versuchen es den Betroffenen einfacher zu machen, insbesondere den ME-CFS-Betroffenen. Kinder und Erwachsene, wir arbeiten auch mit den Organisationen, die sich in Deutschland um diese Menschen kümmern. Wahrheit ist, also wir haben noch keine gute Heilung, daran wird aber gearbeitet, sehr intensiv, da ist auch Deutschland also jetzt aktiv geworden in der Forschung. Und wahr ist auch, dass also es flächendeckend keine gute Versorgung gibt, es gibt zu wenige also Spezialistinnen und Spezialisten, aber wo es dieselben gibt, das weisen wir schon aus. Und wir versuchen Leute halt zunehmend zu schulen. Das Wissen geht jetzt mehr in die Fläche, also wir lassen niemanden zurück. Okay, hätte ein Dutzend mehr Fragen, aber Sie sind jetzt zuerst dran. Wir kommen überall hin, wo Sie sind. Wir haben fantastische Helfende. Anastasia, Annemarie, Vivian, whoever kommt mit. Ihr seid da mit dem Mikrofon. Wer möchte
sonst frage ich weiter. Wer möchte, oder es sind auch Erfahrungsberichte erlaubt. Da, jemand in der dritten Reihe mit Kopftuch? Wenn wir einmal kurz dahin kommen können, ich versuche Sie zu sehen, wo Sie sonst noch eine Frage stellen. Bitte sehr. Wenn Sie sich netterweise ganz kurz vorstellen. Ja, hallo, Nathalie Rosenke von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung und wir sind auch im Praxisbeirat Empowerment für Diversität der Berliner Charité. Mir geht es darum, der Gesundheitsbereich ist der Lebensbereich, in dem hochgewichtige Menschen am meisten Diskriminierung erfahren. Das hat die Studie Diskriminierungserfahrungen in Deutschland gezeigt. Es wird beklagt, dass der Fokus auf das Gewicht so stark ist, dass es eben zum Beispiel zu Fehldiagnosen kommt oder dass Leute weggeschickt werden, wenn sie Schmerzen im Bewegungsapparat haben mit, nehmen Sie mal 20 Kilo ab und dann kommen Sie wieder, dann hat sich das gelöst. Funktioniert übrigens bei Bänderriss nicht. Meine Frage wäre, Herr Lauterbach, wie werden Sie der Gewichtsdiskriminierung im Gesundheitswesen begegnen? Denn ich sage jetzt mal, Diskriminierung zu bekämpfen bedeutet auch, Gesundheit zu fördern. Und hochgewichtige Menschen wünschen sich eine Gesundheitsversorgung, die den bestmöglichen Gesundheitszustand im hochgewichtigen Körper ermöglicht. Also immer nur das Angebot zu machen, das Gewicht zu reduzieren, ist keine Gesundheitsversorgung. Danke. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, wir also haben seit Monaten einen Prozess zu gehen, wo wir also Diskriminierung im Gesundheitssystem beheben wollen. Und da gibt es also eine Sammlung von Vorschlägen, die mein Haus erreicht hat, mittlerweile 3.500 Vorschläge. Wir wollen damit also ein Gesetz dann machen, was Diskriminierung in vielen Bereichen des Gesundheitssystems wegebnet. Und da wären auch Ihre Vorschläge natürlich sehr also willkommen, gar keine Frage. Zum Zweiten, mir ist das also Problem bestens bewusst. Ich also achte sehr darauf, dass man also Menschen, die schwergewichtig sind, dass man die nicht diskriminiert als willensschwach oder also als selbstschuld und dergleichen, sondern es gibt hier also auch sehr große Unterschiede im Körperbau, die man nicht so leicht irgendwie also wegbekommt, indem man sich ein bisschen anders ernährt oder was auch immer. Zumindest ich kenne die Problematik als Epidemiologe auch ganz gut und finde es richtig, dass Sie darauf hinweisen. Aber hier würde ich sagen, auf die Schnelle gesprochen, während da Sie ja schon organisiert sind, wäre es mir lieber, dass Sie einfach konkrete Vorschläge an unser Haus richten würden, weil wir sammeln derzeit, es gibt Diskriminierung durch das ganze Gesundheitssystem hinweg. Da machen wir wenig bisher und da machen wir ein Gesetz, was die Diskriminierung auflösen will. Und darf ich anknüpfen, das geht jetzt, ich will nicht von den Gewichtsfragen oder Übergewichtigen oder Krankheitsbildern oder sowas, ich will nicht bewusst davon weggehen, aber ich habe eine Frage, wo es um das Thema Diskriminierung geht. Mich interessiert, wenn ich zum Beispiel nach England gucke, dann ist es ja so, dass Hüftoperationen, also verseien Sie mal 85 und versuchen noch eine Hüftoperation zu bekommen. Die Chancen sind nicht so richtig gut. In einem angestrengten Gesundheitssystem, wo die Etats nicht endlos sind, in den Zeiten, denen wir entgegengehen, wie können wir sicherstellen, wie stellt Ihr Ministerium oder die Bundesregierung sicher, Grundgesetz, dass es keine Diskriminierung von Krankheiten, von Bedarfen etc. gibt, sondern dass alle die gleichen Rechte bekommen? Zusätzlich zu dem, was Sie schon gesagt haben. Ja, da arbeiten wir dran. Also eine ganz offensichtlich auf der Hand liegende Diskriminierung und großes Problem ist in der Tatsache zu sehen, dass vieles, was wir machen in der Wissenschaft, in den Leitlinien, in den Behandlungsempfehlungen, im Prinzip an Männern für Männer erforscht wurde. Und daher sind die Empfehlungen oft für Frauen nicht so gut, wie sie sein könnten, weil schon bei der Durchführung von Studien viel zu wenige Frauen mit berücksichtigt worden sind. Daher sind viele Empfehlungen, für, die wir jetzt in der Medizin umsetzen, für Frauen eigentlich nicht optimal, wenn man so will. Das ist ein großes Beispiel. Aber wir haben dort viele Beispiele, ganz klar. Und es wird systematisch jetzt also auch aufzuarbeiten sein. Aber wichtig ist, dass wir es mal wahrnehmen, es gibt Diskriminierung. Was wir nicht haben, Gott sei Dank, also zumindest nicht so stark wie in vielen anderen Ländern, ist, dass wir eine Altersdiskriminierung machen. Wir behandeln tatsächlich auch sehr alte Menschen, in der Regel auch sehr kostspielig, wenn es medizinisch sinnvoll ist. Da haben wir eher das Problem, dass wir vorher zu wenig getan haben für die gleichen Leute in der Vorbeugung. Also es macht keinen Sinn,
wenn ich also über Jahrzehnte hinweg nichts angeboten habe, um also jemanden zu unterstützen in der Nikotinsucht, da machen wir sehr wenig. Wenn ich ihn aber dann mit 85 mit einer sehr invasiven, also Lungenkrebsoperation und einer dann noch möglicherweise personalisierten, also Chemotherapie versorge, die dann leicht mal 150.000 Euro kosten kann, wo ich dann aber im Prinzip das Geld vorher viel sinnvoller hätte einsetzen können, um dem gleichen Menschen zu helfen. Sie machen übrigens, haben Sie die schon gemacht oder machen Sie die noch, eine Cannabis-Sprechstunde mit Cem Özdemir? Das ist morgen, gehört aber hier nicht hin. Nee, das gehört nicht hin, aber Cannabis und mentale Gesundheit von jungen Menschen, also da gibt es aber auch Digitalstudien. Bitte? Die mentale Gesundheit und Digitalisierung gibt es auch ziemlich relevante Ergebnisse, die sind auch nicht besser. Ja, aber willst du vielleicht einen Gedanke von dir zur Digitalisierung und zu der Rolle von KI und generativer, dann kommt Ihre nächste Frage. Wie denkst du darüber nach? Im Zusammenhang mit Gesundheit, sozialen Fragen und so weiter, wenn du dich mit der Rolle von KI in unserer Gegenwart und das, was wir erhoffen, erwarten dürfen, was KI und generative KI in der Zukunft machen wird. Was sind da deine Gedanken, die du dir im Moment drüber machst? Ja, ich meine, ich versuche erstmal zu gucken, was ist das? Künstliche Intelligenz. Und primär ist es, es kann viel, viel mehr Daten in einer ganz anderen Geschwindigkeit prozessieren und es ist super darin, Muster zu erkennen. Also in einer diagnostischen Verfahrensschleife ist das mit Sicherheit eine super Unterstützung, weil du eben ganz andere Datensätze und Vergleichsbilder und so weiter eben durchschauen kannst. Aber was ich nie rausnehmen würde aus meinen ganzen Erfahrungen, und ich habe so eine Ärztefamilie um mich herum, und meinen eigenen Erfahrungen auch in Behandlungssituationen, ist das Spüren einer anderen Person und eben auch das Fragen, was ist in deinem Leben gerade zusätzlich zu der Bildgebung eigentlich los? Meine Schwester hat neulich auch mal zu mir gesagt, ja, stopf jemanden ab 40 ins MRT und du wirst immer rauskommen mit dem Befund, das eigentlich kurz vor Ende ist. Und so ist mir das auch selbst passiert, dass der nette Mensch in der Strahlenpraxis dann sagte, Sie sind Frau Göpel, als ich irgendwie zum Ausgang ging. Und so, ja, so können Sie laufen? Und ich so, kann ich mal den Bilder mitnehmen? Ich habe dann auch gefragt, ob er mir noch kurz erklärt, wie er so mit mir redet. Und dann hat er mir diese ganze Arthrose im Knie gezeigt und so weiter. Das Ding ist seit 6 Jahren weiter da und man kann ja eben schon mit ein paar Veränderungen in der Art, wie ich mich bewege, was ich vielleicht auch an zusätzlichen Sachen mache und wie ich meine Ernährung auch umstelle, durchaus machen. Aber deshalb ist mir dieses zusätzliche, ich sehe dich als ganze Person, die nicht nur im Bild abgespielt ist, unheimlich relevant. Und deshalb glaube ich, KI, also künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz, wenn wir es zusammenbringen, sehr gerne, aber immer mit dem klaren Primus, es sollte eine dienende technologische Entwicklung sein und nicht eine, die uns im Grunde genommen fernsteuert. Irgendwann. Ja, ich war ja eben schon danach gefragt worden, also Digitalisierung wird unser Medizinsystem komplett verändern, weil also die Kombination Mensch plus KI ist stärker als der Mensch allein, ohne Wenn und Aber. Also KI unterstützt sehr stark, also man sieht dann Dinge und beachtet Dinge, die man also sonst so nicht so leicht fände. Und es gibt auch Bereiche, da ist die KI schon so gut wie, also wirklich gute Ärzte, also beispielsweise bei der Befundung von bestimmten Röntgenbildern ist es so, dass also, sagen wir, gute KI-Systeme, und die werden ja ständig besser werden, dass die in Teilen schon besser sind als durchschnittliche Ärzte. Und das ist ja jetzt der Anfang in dem Sinne. Es gibt also Systeme, die ich selbst auch zum Teil einsetze, wo man also in sehr kurzer Zeit eine unfassbare also Übersicht über die Studienlage für bestimmte Bereiche bekommt. Und was wir jetzt machen, wir sammeln im Prinzip alle Behandlungsdaten für diejenigen, die eine elektronische Patientenakte haben werden. Die werten wir pseudonymisiert aus. Das heißt, der Einzelne. Müssen Sie noch erklären? Also die Daten gehen in einen großen geschützten Datenraum und dann ist aber der Einzelne, der die Daten dort gespendet hat, nicht mehr identifizierbar. Ich weiß nicht, von wem welche Daten sind. Aber mit diesem großen Datenraum kann man dann KI-Systeme trainieren und damit kann man also sowohl für den einzelnen Patienten, aber auch für Patientengruppen die Behandlung viel besser machen. Weil in diesen riesigen Datenräumen kann der Mensch also zumindest in übersehbarer Zeit also Muster, die behandlungsrelevant werden, nicht erkennen. Dafür ist das einfach zu komplex. KI kann das aber leisten. Und somit werden wir, was die Behandlung des Einzelnen angeht, wie aber auch die Behandlung von Patientengruppen, werden wir deutlich besser werden. Und da wirkt KI dann tatsächlich für die Einkommensschwächeren.
weil diese Möglichkeiten kommen jedem zugute. Wir werden einfach besser werden. Das ist tatsächlich etwas, was absehbar ist. Und die Systeme sind unfassbar, also schnell in Entwicklung. Und Deutschland hatte da also in der Digitalisierung so ein bisschen die Grundlagen verpasst. Wir haben das aber jetzt, also wir haben da nachgearbeitet. Ich glaube, dass Deutschland daher also in der KI-Forschung der Medizin und auch in der Anwendung von KI in der Medizin sehr stark werden wird. Davon bin ich fest überzeugt. Okay, vielen herzlichen Dank. Wir kommen zu dem Thema vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive zurück. Ein Herr, genau. Sie heben gerade den Finger in der dritten Reihe. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Ja, sehr gerne. Guten Abend. Carsten Lauer ist mein Name. Ich bin in einem Landkreis neben einer Großstadt zuständig, unter anderem für die Organisation des Rettungsdienstes. Und jetzt habe ich im Prinzip eine große Sorge und vielleicht können Sie mir die nehmen und auch eine Fragestellung eben unter der Begrifflichkeit sozialer Zusammenhalt. Durch die anstehende Krankenhausreform, die Spezialisierung, was man durchaus nachvollziehen kann, was jeder sich ja auch selbst wünscht, dass er von niemandem operiert wird, der das vielleicht einmal im Jahr macht. Verlagern wir aber damit nicht die Probleme von der klinischen Versorgung in den präklinischen Bereich, also sprich in den Bereich der rettungsdienstlichen Notfallversorgung, des qualifizierten Krankentransportes, weil wir verlängern unsere Versorgungszeiten, die Fahrzeiten und verlagern dadurch Probleme. Und in dem Zusammenhang halt auch, weil die Nachbarstadt jetzt bei uns, da sind viele Maximalversorgungskliniken und eine Universitätsklinik da. In unserem Landkreis sind 2 Kliniken vorhanden, eine mehr im ländlichen Raum. Hänge ich im Zusammenhang mit der sozialen Gerechtigkeit und mit dem Ansatz Gleichwertigkeit der Lebensumstände in allen Bereichen, hänge ich damit nicht auch den ländlichen Raum ab? Können Sie mir da vielleicht, Herr Staatsminister, die Sorge nehmen und auch der Bevölkerung in einem Landkreis ein bisschen die Sorge nehmen? Ja, die Krankenhausreform hat ja 2 zentrale Ziele. Das eine Ziel ist sozusagen bessere Spezialisierung der Versorgung, weil wir zum Beispiel schätzungsweise 40% der Krebsbehandlungen in Kliniken durchführen, die dafür eigentlich nicht optimal geeignet sind. Es fehlt an der Spezialisierung, es fehlen hochspezialisierte Fachärzte, es fehlen bestimmte Geräte, die Eingriffe werden nicht oft genug gemacht, somit ist das nennenswert. Das ist übrigens auch eine Einschätzung der Deutschen Krebsgesellschaft, die daher die Reform unterstützt. Und das ist ein Ziel. Das zweite Ziel ist, wir wollen kleine Kliniken, also auch gerade im ländlichen Bereich, erhalten, weil wenn die Reform nicht kommt, werden die über die nächsten Jahre zunehmend in die Insolvenz gehen. Weshalb ist das so? Naja, auf dem Land sind sowieso oft Wegzüge, weniger Leute leben dort. Und die Spezialeingriffe, diejenigen, die gute Bildung haben, die sich auskennen, die, oder Ärzte zum Beispiel, lassen sich für Spezialeingriffe dort nicht behandeln. Es gibt also oft, meinetwegen, die Durchhalteparole, lass uns das kleine Haus doch hier halten. Der Landrat spricht, der einweisende Arzt spricht, ganz klar. Aber wenn dann selbst ein Familienmitglied krebskrank wird oder der Landrat selbst, wird er selbst dann natürlich nie behandelt werden wollen. Und da ist eine Unehrlichkeit in unserem System, also weil die Durchhaltepolitik. Somit, wir wollen die kleinen Häuser erhalten, geben denen aber dann eine Grundlage, dass sie gut überleben können durch Zuschläge, obwohl sie die großen Eingriffe nicht mehr machen. So funktioniert die Reform. Und somit also ist das also wichtig, da sind auch die Maßen dafür. Beim Rettungsdienst ist es ganz klar, wenn jetzt also sagen wir mal, ein Notfall da ist, wir geben den kleinen Kliniken jetzt nochmal mehr Geld für die Notfallversorgung. Das heißt, die Notfallversorgung kann dann da ausgebaut werden. Die Notfallversorgung ist ja derzeit ein Defizitbereich auch für die kleinen Häuser. Und wir arbeiten daher für die kleinen Häuser mit Zuschlägen für die Geburtshilfe, für die Kinderheilkunde, für die Notfallversorgung, für die Schlaganfallversorgung und darüber hinaus für die Intensivmedizin. Das sind die 5 Bereiche, wo die großen Häuser bisher über die Runden kommen, die kleinen Häuser aber Verluste machen. Daher werden Zuschläge bezahlt für die kleinen Häuser. Dieses Geld bekommt ihr, sodass ihr da die Basisversorgung notfallmäßig anbieten könnt,
was sie sonst nicht mehr könnten. So funktioniert ungefähr die Reform. Aber kurze Frage, warum gibt es dann so viel Gegenwind gegen die Krankenhausreform? Auch von den Ländern. Ich stelle mir jetzt gerade vor, du bist ein Landrat im Kreis XYZ und du sagst jetzt, du willst da irgendwas abbauen. Du wirst als Landrat wahrscheinlich nicht wiedergewählt. Also ich frage mich jetzt gerade, wenn es so folgelogisch ist und so unserer Zeit entspricht, dann müssten doch alle sagen, das ist total sinnvoll, was sie da vorhaben. Zunächst einmal, die Krankenhausreform wird ja von vielen begrüßt und auch die Länder haben, bis auf ein Land, Bayern hat dagegen gestimmt, aber die Grundstruktur der Reform ist ja von 15 Ländern nicht abgelehnt worden. 14 haben dafür gestimmt, eine Enthaltung, nur Bayern dagegen, in dem Sinne. Bayern war damals im Wahlkampf. Somit, dass die Reform kommen muss, ist, glaube ich, relativ unstrittig. Mhm. Was die Länder gerne hätten, ist also, dass es die Reform schon gibt, aber zum einen die Qualitätsanforderungen für die Kliniken nicht so hoch sind, so nach dem Motto Auge zudrücken, und zum Zweiten, dass es mehr Geld gibt. Und das ist ein Konflikt, den müssen wir halt verhandeln miteinander. Dafür werde ich bezahlt, so eine Kritik auszuhalten. Und wir brauchen die Reform aber, weil wenn wir die Reform nicht machen, ich habe eben schon gesagt, wir stehen, ehrlich gesagt, bei der Lebenserwartung stehen wir nicht so gut da, wie der Laie denken würde. Der Laie wird ja sagen, wir haben so ein teures System, unser System ist das teuerste in Europa. Der Laie wird ja denken, Mai, wir stehen toll da. Das ist aber nicht so, wir stehen nicht so toll da. Und von daher müssen wir auf die Qualität schon ein bisschen achten. Da haben wir noch also einen Weg zu gehen. Und wenn die Krebsgesellschaft zum Beispiel sagt, dass 40% der Krebsbehandlungen stattfinden in Krankenhäusern, die da nicht optimal geeignet sind. Das okay. ist schon eine Nachricht, die müssen wir ernst nehmen. Mhm. Danke. Haben Sie noch eine Frage? Ich würde auch gerne noch eine Frage an Maja Göppel. In der Konstellation, dass wir zusammenkommen. Wer hat eine Frage an Maja? Ihr dürft aber auch. Ihr dürft auch. Da hinten ist ein junger Herr. Wir nehmen den jungen Herr zuerst mit der Frage an Maja Göppel und dann kommen wir zu Ihnen beiden, Sie mit dem weißen Zettel und dann noch jemand rechts. Der Herr mit dem weißen Polohemd, würde ich es nennen. Wir kommen zu Ihnen. Irgendwie. Ja, da zwei Reihen weiter nach vorne. Anastasia, genau. Ja, danke. Ja, guten Abend. Ich bin Finn Miebert und habe eine Frage an Sie. Sie haben ja schon die Ökologie und die Gesundheit verbunden und das Thema sozialer Zusammenhalt. Da frage ich mich, inwiefern private und gesetzliche Krankenversicherung eine Rolle darin spielt. Mhm. Dankeschön. Und Beamte, kam von hinten. Wie passen die da rein? Ja. In dem Moment muss ich meinen, ich bin da drin Expertin, Hut absetzen, weil ich mir das nicht en Detail angeguckt habe, aber aus dem, wie ich drauf schaue, ich finde das einen totalen Quatsch. Also ich bin nicht sicher, was davon gewonnen wird, außer dass man denjenigen, die es selber bezahlen können, eben eine andere Zugangssicherung bietet. Ich verstehe auch nicht, wieso Menschen, die aus den Steuergeldern bezahlt werden, dann in eine private Krankenversicherung das Geld geben. Ich weiß, dass einige Ökonomen behaupten, dass es ein Verlustgeschäft werde, wenn wir das wenigstens für die Beamten und Beamtinnen auflösten. Ich glaube, da kann man in den Rechenweg noch mal genauer reinschauen. Und es geht ja wirklich auch darum, zu überlegen, wie kann ein Solidarsystem denn funktionieren, wenn diejenigen, die es sich leisten können, einfach auschecken können und es Anwälte inzwischen gibt, die dafür beraten, wenn es dann zu teuer wird, wenn du alt bist, sorgen wir dafür, dass du wieder reinkommst in die gesetzliche. Und umgekehrt, ich bleibe aus vollem Überzeugen in der gesetzlichen Kasse drin, ich ständig anfange, privat zu bezahlen, weil ich keine Termine mehr bekomme, auch für meine Kinder nicht. Und dass da etwas vorne und hinten nicht stimmt, ja, das kann ich auch ohne das im Detail durchgerechnet haben, deutlich sehen. Und ich glaube, dass das dringend wäre, eine von diesen Momenten, wo wir uns mal fragen, wieso gibt es diese Doppelstandards überhaupt? Wie wird das legitimiert? Und wie werden zum Teil private Patientinnen und Patienten aber eben auch völlig übermedikamentiert oder mit ganz teuren Sachen versorgt, was uns dann wiederum ja, mal fragen lassen sollte, warum eigentlich? Und werden sie da zum Teil auch zu Versuchskaninchen gemacht? Und an anderen Bereichen zahlst du für jede kleine Verschreibung immer noch selber 5 Euro, 10 Euro dazu, obwohl du schon den Maximalsatz einzahlst. Also, dass das vorne und hinten sich nicht richtig anfühlt und auch irgendwie von der Mathematik nicht so ganz funktionieren kann, ist, glaube ich, offensiv auf dem Tisch und würde mit Sicherheit eine Befriedung geben, wenn man es wenigstens transparent mal zeigen würde, für alle verständlich, anstatt dass die einen das behaupten und jenes. Das ist ja häufig der Schritt nach vorne, zu sagen, es gibt die unterschiedlichen Positionen, wie begründen die sich eigentlich, wie berechnen die das, was ist in der Rechnung drin, was ist nicht drin, Zeitlichkeiten, Fristigkeiten und so weiter mit drin. Aber insbesondere, dass aus Steuergeldern Verbeamtete in die private Krankenversicherung. Aber vielleicht am Tag, wo wir das Grundgesetz feiern, darf ich die Frage auch nochmal an Sie adressieren, Herr Lauterbach, weil
Ich frage mich auch, Zweiklassenmedizin hast du ja damit mehr oder weniger angesprochen. Wir deklinieren das Grundgesetz hier durch. Wir sind in Deutschland unheimlich gut, Schrauben anders reinzudrehen, sogenannte inkrementelle Veränderungen zu machen, irgendwas besser zu machen. Aber ist das nicht ein System, wo wir uns eigentlich mal sagen müssen, wir müssten eine Systemfrage wirklich stellen, zu sagen, so kann es nicht weitergehen? Und wenn ja, wie müsste das System anders aussehen? Ja, also, apropos soziale Frage. Ganz klar ist, wir im Gesundheitssystem machen wir im Moment auch viele grundsätzliche Reformen. Das ist ja auch der Grund, weshalb es auch so viel Reibung gibt mit den Lobbygruppen zum Teil. Also die Krankenhausreform ist eine sehr grundsätzliche Reform, wird von Verbänden, von einigen Verbänden, Ländern abgelehnt in der jetzigen Form. Müssen wir aber machen, ähnlich, also ist es auch in anderen Bereichen. Der Bereich gesetzlich private Krankenversicherung, da hat die FDP schon, also muss man ja offen sagen, gesagt im Koalitionsvertrag, da dürft ihr nicht rangehen. Und also das ist ein Geben und Nehmen, also wir haben uns in anderen Bereichen durchgesetzt, aber das war einfach also für die FDP ganz klar, also dass also meinetwegen also Beamte eine bessere Versorgung vielleicht bekommen als der Steuerzahler, war wichtig, oder dass also die private Krankenversicherung für die Einkommensstärkeren dann also einen schnelleren Zugang ermöglicht. Das war ein wichtiger Punkt. Daher haben wir gesagt, im Koalitionsvertrag können wir nicht rangehen. Ich halte das für falsch, muss sagen. Also ein System, was so funktioniert, dass die meisten Politiker, diejenigen, die das ganze System administrieren, die Staatsbeamten und auch die meisten Ärzte im System nicht mitversichert sind, das muss ja zu denken geben. Und von daher stimme ich Maya Göpel zu, dass wir ein gutes System, was dann für alle wirkt, natürlich bevorzugen sollten und nicht zwei Systeme nebeneinander, weil dieses Gefühl der Zwei-Klassen-Medizin, die Beamten, die Gutverdiener und also die Ärzte selbst sind nicht in dem System, das hat natürlich auch keinen demokratiestabilisierenden Charakter und gehört daher auf den Prüfstand. Danke für Ihre Wertschätzung. Sie hatten eine Frage in Reihe 2 und dann hatten wir rechts, glaube ich, genau, auch noch eine Frage. Bertolt Dybala ist mein Name. Ich habe ein anderes Thema hier, und zwar auch soziale Zusammenarbeit im Zusammenspiel mit Drogenkonsum bei Jugendlichen. Und hier im Speziellen will ich ja gar nicht das Thema Cannabis ansprechen, sondern vielmehr das Thema Lachgas. Und zwar aus diesem Grund, in den Diskotheken, den Jugendhäusern verbreitet sich diese spezielle, ich sag mal, Droge, welche das Nervensystem schädigt, gerade bei Jugendlichen ganz stark. Und hier meine Frage an den Professor Lauterbach, auch als Arzt, der dieses Thema kennt und auch weiß, dass dieses Lachgas ein Betäubungsmittel ist und auf dem Markt jetzt frei zugänglich ist für Jugendliche. Das heißt, man kann das überall kaufen. Zwar muss man sagen, man ist 18 Jahre alt, aber trotzdem kann man das überall kaufen. Und hier muss ein Gesetz her. Und das Gesetz muss möglichst schnell kommen, weil unsere Nachbarstaaten sind da schon viel weiter. Wir aber hängen dahinter, und hier wollte ich die Frage stellen, wie weit ist inzwischen schon die Beratung, das Gesetz, und wie möchten Sie, Herr Professor Lauterbach, hier weiter vorgehen? Ja, vielen Dank. Zu dem Thema habe ich mich auch heute erst wieder geäußert. Ich kenne das Thema schon seit einiger Zeit, und wir werden da auch eine Regelung machen. Die Ministerien, die betroffen sind, also das Wirtschaftsministerium, das Verbraucherschutzministerium, Landwirtschaft, da werden wir also eine gemeinsame Regelung machen. Was ich mir vorstelle, also man könnte es nicht einfach komplett vom Verkauf verbieten, weil es ist auch als ein Industrieprodukt notwendig. Also hat nicht nur einen medizinischen Einsatz, sondern hat auch industriellen Einsatz, wo es wenig Alternativen dafür gibt, wenn es also sinngemäß eingeht. Aber es darf als Konsummittel natürlich nicht zur Verfügung stehen, insbesondere nicht leicht zugänglich für Kinder und Jugendliche. Eine Möglichkeit, an das Thema heranzugehen, ist, dass man das definiert als eine psychoaktive Substanz.
Allerdings also müssen wir dann die Gesetzgebung, die psychoaktive Substanzen regelt, müssen wir verändern. Das wäre jetzt sehr kompliziert, wenn ich in die Details ginge, aber auf jeden Fall ist das ein Thema, an dem auch gearbeitet wird. Und es ist nicht so, als wenn da alle Nachbarländer also schon durch wären, hätten das geregelt. Zum Beispiel also gibt es in Niederlanden ein großes Problem, größer noch als bei uns. Und ein simples Verbot, ohne dass man schlau ist, also ist nicht so zielführend, weil es dann oft also Ausweichreaktionen gibt auf andere Stoffe, die noch gefährlicher sind. Somit das muss man schon klug machen, daran arbeiten wir. Und was ganz wichtig ist, wir müssen das Thema auch sofort aus der Tabuzone rausholen, genau wie bei Cannabis, weil die meisten Eltern, die haben gar keine Idee, dass es sein könnte, dass die eigenen Kinder Lachgas über den Luftballon zunehmen. Und wenn, dann haben sie es mitbekommen, haben aber keine Ahnung, dass das bleibende neurologische Schäden verursachen kann. Somit ist das eine wichtige Diskussion. Somit in der Nussschale gesagt, wir brauchen schnell Aufklärung, auch für Eltern und auch für die Jugendlichen selbst. Und wir brauchen eine gesetzliche Regulierung, dass man das jetzt aus dem Automaten ziehen kann oder im Supermarkt kaufen, ist natürlich nicht akzeptabel und da werden wir eine Regelung finden. Mich beschäftigt jetzt total, also dieses Aufklärungsthema finde ich so interessant, weil wer ist in der Hohlschuld oder sind wir in der Bringschuld, Menschen wirklich aufzuklären, wenn wir soziale Fragen stellen? Ich stelle es zurück, Ihre Fragen sind wichtiger. Weil da war noch ein Herr ganz vorne. Ja, wir kommen. Mein Name ist Felix Spengler. Ich habe nicht eher eine Frage, sondern eher eine Bitte an den Bundesgesundheitsminister. Ich befinde mich derzeit im zweiten Lehrjahr zur Ausbildung zum Pflegefachmann hier in Berlin. Und habe das vor 2012, 2015 schon in Leipzig absolviert, allerdings ohne Abschluss, wo es ja noch die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger war. Nicht nur ich, sondern auch Lehrpersonen, andere Schüler in meiner Klasse, in meiner Schule, allgemein in der Pflege finden, dass die Ausbildung jetzt zwar gut ist, dass sie geändert wurde, aber schlechter geändert wurde. Wir finden, es fehlt, also ich kann Ihnen erklären, wie gepflegt werden muss, das ist einwandfrei, aber uns fehlt allen das medizinische Grundwissen. Wir sind keine Mediziner, wollen wir auch nicht werden, aber wir brauchen medizinisches Grundwissen. Und ich könnte jetzt ins Detail gehen, wie die Ausbildung besser sein könnte, aber das würde, glaube ich, dann die Zeit und den Rahmen hier sprengen. Meine Bitte an Herrn Bundesgesundheitsminister Lauterbach wäre, dass Sie über dieses Gesetz nochmal schauen und da Anpassungen demnächst vornehmen. Dankeschön. Ja, wir werten das Gesetz aus, in der Tat, also nur zum Hintergrund. Wir haben ein Gesetz gemacht, wo also die Ausbildung zur Fachpflegekraft also verändert worden ist. Das ist eine generalistische Ausbildung, mit der man später in allen Bereichen der Pflege arbeiten kann. Langzeitpflege, Kinderpflege, Erwachsenenpflege, eine Ausbildung, die daher sehr aufwendig ist. Also die Standards sind gestiegen. Da sind auch die Abbruchquoten deutlich gestiegen. Also es ist schwerer geworden, einfach ausgedrückt. Es ist eine gute Ausbildung, aber wird ausgewertet und da sind wir dran. Ich habe das sehr klar auf dem Schirm, gar keine Frage. Und das war ein guter Start, weil wir haben mehr Leute für die Pflege gewonnen. Wir werden jetzt auch noch ein Gesetz machen, dass diejenigen, die die Ausbildung schon haben, also die eigentlich gute Kompetenz haben, die jetzt das neue System durchlaufen haben oder das alte, dass die mehr dürfen. Also wir haben in Deutschland die Situation, dass Pflegekräfte viel weniger dürfen, als sie können. In vielen anderen Berufen ist es umgekehrt, das ist mein Eindruck, ehrlich gesagt, aber ich will hier keine Beispiele nennen. Aber in der Pflege ist es so, da darf man ausnahmsweise weniger, als man kann. Und ich habe den ganzen Tag über mit Leuten zu tun, wo ich oft denke, das könnte umgekehrt sein. Das werden wir, das sogenannte Pflegekompetenzgesetz, also kommt jetzt so, dass die Pflege dann tatsächlich auch das darf, was sie kann. Denken Sie sich eigentlich immer diesen Namen aus? Für die Gesetze? Es gibt noch so ein anderes, das muss ich nachlesen, weil ich das... Sind die Gesetze schlecht, bevor ich antworte? Das ist das so und so Versorgungsverbesserungs-Gesetz. Ich kann mir das überhaupt nicht merken, steht hier alles drauf. Ist egal. Denken Sie sich die Begriffe aus? In Teilen, es kommt darauf an. Also ich will jetzt, also hat Ihnen ein Begriff besonders gut gefallen? Alle, aber es ist nicht leichte Sprache, um ehrlich zu sein. Und schon gar nicht, wenn wir von sozialen Fragen reden, von Menschen, die jetzt in unser Land kommen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben noch eine junge Dame, glaube ich, da hinten. Maja, du hast sie gesehen?
Ja, Sie. Wir kommen, oder ein Herr, ich kann es nicht richtig von Ihnen erkennen. Wir kommen zu Ihnen. Ich hatte eine Frage an den Herrn Gesundheitsminister Lauterbach, nämlich, wie wird man eigentlich Politiker? Frage ich mich auch manchmal, aber... Was haben Sie gesagt? Das ist also offensichtlich zu leicht, also, aber die...